Wir befinden uns jetzt in Remagen. Ich habe jetzt einen weiteren Preis zu vergeben, der Investor des Jahrzehnts, gekürt von der Jury, und der geht an den Hightech-Gründerfonds. Und das ist ein ganz besonderes Event. Die haben heute nämlich ein Treffen gehabt, ein Komiteetreffen, und jetzt gehen wir mal rein und überraschen die Geschäftsführer mit dem Preis. Sie wissen auch hier von nichts. Sie sind ganz ahnungslos, und wir hoffen, dass die Überraschung jetzt ganz gut wird. Eine kurze Pause, die nicht eingeplant war und von der auch nur eine Dame heute weiß, dass sie stattfindet. Mein Name ist Valentina Kers, ich komme von Gründerszene. Ich freue mich, Gründerfonds. Oder der Hightech-Gründerfonds bekommt heute den Preis für den Investor des Jahrzehnts. Genau. Des Jahrzehnts, genau. Ich freue mich sehr, dass Sie den gewonnen haben. Es ist sogar der Jurypreis. Es gab eine hochkarätige Jury von Gründern, einigen Investoren, die auch mit dabei waren. Und und wir wollten diesen feierlichen Anlass nutzen, Ihnen diesen Preis zu übergeben. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich. Freut uns sehr. Ja, wir freuen uns sehr und sehen das aber auch als Ansporn und Verantwortung für die Zukunft an. Wir werden weiter Gas geben, werden weiter junge Hightech-Unternehmen aufgleisen, sie gut betreuen, damit sie erfolgreich sein können. Super. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ich habe in der letzten Zeit immer ganz viele E-Mails bekommen von anderen Investoren, votet für uns, weil wir können da irgendwo bei Gründerszene. Und ich habe die immer weggeklickt, weil ich andere E-Mails bearbeiten musste und mich gar nicht weiter dafür interessiert. Und ich freue mich sehr, dass wir, ohne große Werbung dafür gemacht zu haben, durch unsere Arbeit ausgewählt worden sind. Vielen Dank. Der Hightech-Gründerfonds hat jetzt den Preis bekommen, Investor des Jahrzehnts. Wie fühlen Sie sich jetzt so nach dem ersten Schock, den Sie erlebt haben, nach der überraschenden Übergabe? Ja, wir freuen uns riesig. Es ist für uns eine großartige Anerkennung der Leistungen der letzten Jahre. Wir glauben, wir haben tolle, tolle Unternehmen aufgegleist. Und die Entwicklung dieser Unternehmen spiegelt auch den Erfolg des Fonds wider. Ich habe ja versprochen, ich habe ein paar Jurybewertungen mit, weil es ist ja der Jurypreis, ist ja nochmal etwas ganz Besonderes. Ich lese Ihnen einfach mal zwei vor und hören Sie mal genau zu und vielleicht erkennen Sie sich ja irgendwo wieder. Der Hightech-Gründerfonds ist eine durchdachte und zielführende Unterstützung für Gründer, Startups und Investoren. Dadurch die breite und Early-Stage-fokussierte Anlagestrategie viele Teams erst in die relevanten Unternehmensphase kommen, um mit institutionellen Investoren ins Gespräch zu kommen. Daumen hoch! Der Hightech-Gründerfonds hat einen großen Beitrag zur Entwicklung der deutschen Gründerszene geleistet und dabei längst nicht so schlecht performt, wie viele vermutet haben. Und der letzte, ja. Der Hightech-Gründerfonds ist zu einer der wichtigsten Finanzierungsquellen für aussichtsreiche Hightech-Startups geworden, die die Wirtschaft von morgen prägen können. Außerdem ist er ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Staat und alteingesessene Konzerne zusammenarbeiten können, um neue Technologien zu fördern. Sie nicken. Sie berührt. Ja, also ein bisschen rot. Dann schon. Ein Lob schon mal an die Jury. Aber spiegeln Sie sich oder erkennen Sie sich da wieder in den Statements? Ja, absolut. Also was uns wirklich sehr gut gefällt an das Thema Unterstützung, weil wir fokussieren uns sehr stark darauf, nicht nur Geld zu geben, sondern dem Unternehmen wirklich zu helfen durch unsere Investmentmanager, durch unser Netzwerk, durch unsere Investoren. Und die eben so weit zu entwickeln, dass sie dann attraktiv werden für andere Investoren, für private Investoren, für VCs, Business Angels. Und die Punkte sind da sehr, sehr gut aufgegriffen worden. Ich habe jetzt ein Thema noch gehabt, das war der Staat. Das ist ja auch nochmal so eine Rolle, ne? Der oft genannt wird. Der Staat muss ja eigentlich viel tun. Und hier ist ja eigentlich ein tolles Beispiel. Wie wichtig ist Ihnen dieser Bereich? Also auch nochmal so, das ist ja so ein USP eigentlich oder ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, uns ist wichtig, dass wir beide Parteien zusammenführen können. Wir sind, was man so klassisch nennt, ein Public-Private-Partnership-Modell. Und wir profitieren davon, dass der Staat sich engagiert mit sehr, sehr viel Geld. Den überwiegenden Anteil des Geldes, muss man zweifelsfrei sagen, kommt vom Staat. Auf der anderen Seite sind uns aber auch die privaten Investoren sehr wichtig, weil sie eben auch zeigen, dass wir marktorientiert arbeiten und eben auch professionell aufgestellt sein wollen. Jetzt haben wir gerade nochmal, ich wiederhole es einfach, weil es so schön, Investor des Jahrzehnts. Da sind viele Jahre, die da so zurückblickend sind. Wie sehen Sie die? Was sagen Sie, Mensch, die letzten Jahre waren prägend. Wie kann man die beschreiben? Also was man vielleicht zum Anfang sagen kann, als wir vor 6 Jahren gestartet sind, da hatten wir die Aufgabe, diese Lücke in der Seed-Finanzierung zu füllen und hatten das konkrete Ziel, im Jahr 40 bis 50 Investments zu machen. Und man muss ganz ehrlich sagen, als wir die Ziele formuliert haben, gehört haben und überlegt haben, wie wir die umsetzen, war uns sehr mulmig zumute, einmal genügend gute Unternehmen zu finden, die dann eben auch langfristig überleben können und vor allen Dingen dann auch unter weitere Investoren zu finden. Und dieses Prädikat Investor des Jahrzehnts spiegelt tatsächlich wieder,
wie gut unser Team gearbeitet hat, das gesamte Team, wie gut die Gründer arbeiten, welche gute Technologien wir finden und welchen guten Zugang wir zu anderen Investoren gefunden haben. Und aus diesem mulmigen Gefühl ist eine sehr leistungsfähige Organisation geworden, auch über den Hightech-Gründer hinaus, also auch sehr leistungsfähige Netzwerke. Jetzt kam schon so viel Arbeit drin vor. Wollten Sie noch ergänzen? Ja, vielleicht darf man nicht vergessen, dass wir auch zu dritt angefangen haben. Wir sind selber ein Start-up, das wir langsam entwickelt haben. Wir haben einen Businessplan geschrieben, wie das für ein vernünftiges Technologieunternehmen bei uns im Portfolio sich auch gehört. Wir haben Konzeptionsarbeit gemacht und haben dann dieses Konzept wirklich konsequent auch umgesetzt und haben dann ganz schrittweise ein, wie wir finden, exzellentes Team aufgebaut. Und das Team hat auch massiv dazu beigetragen, so einen Erfolg hier einfahren zu können. Aber wir haben auch sehr starke Netzwerkpartner gehabt. Wir hatten am Anfang ein Netzwerk von Coaches, die uns geholfen haben, an die jungen Hightech-Unternehmen früh ranzukommen, die geholfen haben, die Unternehmen mitzuentwickeln. Von daher ist es eine Leistung, die nicht nur jetzt unser Team alleine, unsere Organisation alleine betrifft, sondern es ist auch eine Leistung, die viele, viele andere in der Branche mitgestaltet haben. Wir sind sehr, sehr wohlwollend von unseren Coaches mitgetragen worden. Auch die Venture Capital Industrie hat uns auch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen am Anfang. Wohl kritisch, klar, aber sie haben es getan und sie haben dann auch mit uns zusammengearbeitet, sodass wir die Chance hatten, uns sehr, sehr gut und schnell in die Branche zu vernetzen und darauf aufbauen, dann eben auch gute Unternehmen zu finden. Es sind ja noch viele Gründer, die ja immer wieder gucken, wie kann ich Investoren oder wie komme ich den nächsten Schritt weiter? Was wünschen Sie sich von Gründern? Wo sagen Sie, oh, da kommt es hin? Oder wo mangelt es vielleicht noch? Oder welche Tipps haben Sie vielleicht für Gründer, die sagen, ich will was machen und der Erfahrungsschatz der letzten 10 Jahre zeigt mir, da muss es hin? Naja, wir suchen immer nach sehr motivierten, unternehmerischen Gründern. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann eben, dass die diese Unternehmer sich professionell organisieren und ihre Ideen dann auch umsetzen. Also da wollen wir auch alle Gründer ermutigen, das zu tun, sich auf den Weg zu machen. Wir helfen auch, wenn da jemand vielleicht noch Defizite hat. Wir können auch dazu beitragen, neue Manager mit an Bord zu holen. Aber am Ende des Tages muss der Unternehmer diese Idee umsetzen, die Verantwortung dafür übernehmen und eben eine Menge Gas geben. Und wenn Sie möchten, können Sie sich jetzt nochmal ganz straight bei der Jury bedanken für den Preis. Dankeschön. Wir hängen uns gut gemacht. Ja. Wir wissen das.